Ja, willkommen zurück. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen weniger laggt. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich bei Steam gerade noch einiges an Spielen runterlade bzw. auch installiere. Ist ja gerade wieder Winter Sale und ich habe jetzt ein paar von meinen Items verkauft und Kisten verkauft und so weiter und so fort, damit ich mir noch ein, zwei neue Spiele holen kann, die billig waren, die ich aber schon was länger haben wollte. Oder für manche Spiele DLCs. Ja, hat ganz gut funktioniert. Sind auch ein paar Sachen bei, die wir gegebenenfalls irgendwann auch als Let's Play sehen können. Das weiß ich aber noch nicht. Ich meine, ich habe genug Spiele. Definitiv genug. Also, die kann ich wahrscheinlich nie im Leben, werde ich die alle spielen. Aber naja, gut. Man ist da ja auch so ein bisschen Sammler, ne? Aber ich gebe euch einen Tipp, schmeißt euer Geld nicht für sinnlose. Wenn ihr nicht so viel habt, schmeißt euer Geld nicht für so viel sinnlose Spiele raus. Ich habe schon jede Menge Spiele gekauft, gerade am Anfang, als ich den Steam-Account neu hatte. Einfach nur, um sie zu haben. Ja, da sind aber auch jede Menge Spiele bei, die ich jetzt über ein Jahr besitze, die ich noch nie gespielt habe oder die noch nie installiert waren. Es ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise, sein Geld unter die Leute zu bringen. Aber ist nun mal so. Aber so als kleinen Tipp, schmeißt euer Geld nicht für irgendwelche sinnlosen Spiele raus, weil irgendein Freund die mal gespielt hat oder ihr denkt, auch das sieht aber in den Videos am Anfang ganz nett aus. Das sollte echt kein Kriterium sein, um Spiele zu kaufen. Ja, ich spreche da aus Erfahrung. Aber naja, gut. Kann ja mal passieren. Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich hier gerade suche. Aber, ja. Ich sagen, laufen wir erstmal so ein bisschen rum und gucken, ob wir was finden. Also der neue Farmville-Seed gefällt mir definitiv schon mal besser wie der alte. Schon alleine, weil hier nicht direkt überall Fichtenwald ist von Anfang an und so. Gefällt mir das so schon besser. Ich weiß halt nur nicht, ob wir jetzt überhaupt irgendwo wirklich gerade hinlaufen oder ob ich einfach nur dumm durch die Gegend renne. Keine Ahnung. Ja. Gucken wir einfach mal, wo uns die Reise hier hinführt. Vielleicht entdecken wir ja schöne Orte, wie auch immer. Oder mal so ein Bauerndorf wäre ja auch ganz nice. So in der Hoffnung, dass dann da ein paar vernünftige Villager sind, die halt vernünftiges Zeug handeln. Das wäre ganz nett. Nur bei meinem Glück komme ich irgendwo an und dann sind die schon alle tot. Oder die handeln nur Rotze. Und wenn da eine Schmiede ist, ist die garantiert auch schon leer.
So wie letztes Mal. Da hinten baut sich aber ein richtig schöner Berg auf. Dann gehen wir da mal gucken, wo wir denn hier hinkommen. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hup, 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 aua. Hup, 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 hup. Schönen guten Tag. 20. Oh. /Z. Home. /PS. Home. Jetzt will ich nämlich was ganz Dringendes ausprobieren. Wenn das funktioniert, wäre das mega episch für mich. Slash Home. Aha, okay. Ich habe ein Dorf gefunden. Cool. Ja gut, dann hat es jetzt gerade einfach nur ein bisschen geleckt. Ey, nicht abhauen. Nicht abhauen. Hier geblieben. Ich brauche euch. Hier geblieben. Fein. So, jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Dorfbewohner haben wir schon. Das ist natürlich sehr nett. Damit habe ich auch noch was ganz Besonderes vor. Aber da müssen wir halt erstmal gucken. So. Ah, da haben wir noch einen. Komm her, komm her. Tschüss. So. Nichts Interessantes. Hier unten. Ja, keine Kiste oder so drin, schade. Und man kann ja mal, oh, dann nehmen wir noch zwei Fackeln mit, umsonst. Ich mache ja nichts kaputt. Da ist keiner drin. Da auch nicht. Ja, haben wir zumindest schon mal ein Dorf gefunden. Was uns auf jeden Fall ja auch schon mal ein bisschen was gebracht hat. Dorfbewohner. Ist halt nur schade, dass hier keine Schmiede drin ist. Wo wir gegebenenfalls noch ein paar schicke Klamotten hätten finden können. So, und jetzt am besten in die Lava hüpfen. Und die Eier sind alle weg. Boah, ja, das wäre mega bescheiden. Hier sind noch mehr Schafe, aber Schafe und so sind mir erstmal egal. Davon haben wir genug. Die können wir nämlich auch dann noch tamen. Damit wir dann genug haben. Das ist nicht das Problem. So, dann. Würde ich sagen, gehen wir mal hier runter, oder? Das sieht ja recht vielversprechend aus hier. Also es fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Hier mal so ein bisschen was mitnehmen. Mal eine Fackel. Noch eine. Brauchst gar nicht so nahe kommen, das überlebst du nicht. Tja. Ich hab dich gewarnt, aber du hörst ja nicht. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit.
Wir haben zwar eigentlich genug, weil wir uns welche gekauft haben, aber die XP sind halt ganz nett. Und Erzabbau steigert halt auch immer relativ gut die XP vom Bergbauskill. Liegt noch eine Kohle, so geht das aber nicht. So. Der Quark kann direkt weg. Ich mag's nicht. Naja, so wirklich viel ist ja hier in der Höhle jetzt nicht los. Aber immerhin ein bisschen Eisen abgegriffen. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, 24 Stück. Ist ja schon mal ein guter Schnitt für mal eben kurz hier rein, um was zu gucken. So. Das ist ein Enderman, mit dem legen wir uns jetzt definitiv nicht an. Weil dafür sind wir einfach nicht ausgerüstet. So, jetzt kriegst du erstmal du was ins Gesicht. Und dann du. Und dann du. Na, also so geht das aber nicht. Haben wir noch so einen Kollegen hier? So. Laufen wir einfach mal hier so in die Richtung weiter. Ja, die Zombies brauchen wir erstmal noch nicht. Das macht gerade keinerlei Sinn. Na, 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 na. Oh, ihr habt aber ganz schön lange Arme. Oh! Die Mini. Penner hier. Oha. Oha. Nein. Oh, ich finde das doch jetzt nie wieder, wo wir verreckt sind. Die Eier, ich hätte sie direkt wegbringen sollen. Ach, ey, ganz ehrlich, Dreck auf das Equipment. Aber die Dorfbewohner-Eier, oh, die waren halt einfach der Shit für das, was ich vorhabe, hatte. Und jetzt erstmal wieder finden, wo das war. Oh, ich gehe kaputt. Ich habe es halt so drauf. Ich hätte einfach abhauen sollen, als es noch ging. Da war es. Oh, aber da sieht aus, als hätten wir da abgebaut. Da waren, glaube ich, Fackeln.
halt hier irgendwo. Ich weiß es halt auch einfach nicht. Es kann ja halt auch einfach überall gewesen sein. Oh, und jetzt ist hier so viel los mit Viechern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, doch hier waren wir, hier sind wir rüber. Das heißt, da vorne irgendwo müssten eigentlich unsere Klamotten liegen. Ich möchte nur die Villager-Spawn-Eier. Der Rest ist mir so egal. Aber so egal. Jetzt müsste man hier halt nur noch wissen, wo der Eingang ist, wo wir verreckt sind. Mir sind die Klamotten doch alle so egal, ich will nur die Eier wieder haben. Oh, so ein Müll, Mann. Das ist doch alles nicht wahr, Mensch. Das ist doch alles nicht wahr. Ja, komm, spring uns in die Luft, dann gehen wir nochmal drauf. Fein. Gott, wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Ja, ihr geht eh gleich alle drauf. Das Problem ist halt, wenn du einfach keine Ahnung hast, wo das war. Und das nächste Problem ist, dass ich nichts zu essen habe, halb tot bin und von jede Menge Viecher verfolgt werde. Hier hat jetzt also ein Creeper gesehen und auch versucht in die Luft zu jagen. Genau, verreckt ihr mal alle schön. Ist gut für mich. Wo war das denn? Ich glaube, so weit hier war es nämlich noch nicht. Aber wo war es dann? Wahrscheinlich bin ich voll in der Nähe und bin einfach nur zu blöd, es jetzt gerade zu finden. Aber das nervt mich jetzt gerade schon echt richtig hart. Jetzt einfach der ganze Quatsch weg ist. Da habe ich mich gefreut. Oh. Ja, das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, jetzt hier zu suchen. Wenn wir jetzt hier auch noch am Verhungern sind. Gesagt, die Klamotten sind mir alle völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass ich die Spawn-Eier wieder kriege. Und dazu müsste man wissen, wo das war. Weil bis ich jetzt hier wieder mal irgendwo ein Dorf finde. Dein Ernst?
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ein anderes Dorf ist. Und dass da noch Villager rumlaufen. Ja. Gut, dann bleibt mir jetzt gerade leider nichts anderes übrig. So. Äpfel. Das, boah, jetzt alle Hacken, alles weg. Ah, so ein Quark, Alter. Egal. Jetzt leckt's gerade wieder. Das ist doch alles Mist, da. Egal. Ist denn hier euer Eingang? Ihr seid ja voll die Helden, ey. So, ja gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen was gerettet. Ja, jetzt startet der Server neu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.